Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar ist heute wieder Mittwoch und das heißt für mich Mythic Plus Chest Opening und deswegen gibt es wieder ein kleines Video. Ich habe nämlich einmal einen Run mit meinem Horde und mit meinem Allianz-Char gemacht und ja, kann zwei Kisten aufmachen. Ich würde sagen, wir schauen da gleich mal rein. Ich bin jetzt als erstes mit dem Allianz-Char dran. Mit dem habe ich einen Riesenflöz 7er gelaufen. Und was kriege ich an Gear? Oh, warte mal, ich habe ein Trinket gekriegt. Oh, 370. Warte mal, was ist das? Das ist ein Tank-Trinket, oder? Ist es defensiv? Hier, platziert für 10 Sekunden einen Zauberschutz auf dem Boden, der... Ach nee, okay, das ist kein Death-Trinket. Ach, das kenne ich schon. Das hatte ich mit einem anderen Char mal gekriegt. Ja, das ist... Naja, ganz okay, sagen wir es mal so. Was ist eine Minute Abklingzeit? Das ist gar nicht so schlecht. Okay, das ist, glaube ich, aus dieser... aus der Inni aus dem Sturmsangental... Ja, ist okay. Gut. Und was haben wir noch gekriegt? Was für einen Key haben wir bekommen? Keine Ahnung, wo der hin ist. Ja, wahrscheinlich irgendein 6er Key dann dementsprechend. Und wenn ich sie hier leider suche, finde ich es immer nicht. Tja. Nee, das ist er nicht. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht, was ich mit dem. Ich gehe eh nie meinen eigenen Key. So, jetzt wird's aber wichtiger. Also ihr seht, mein Allianz-Char ist jetzt 357. Das ist der Low-Equipte, mit dem ich auch nicht raide. Und jetzt kommen wir zu meinem bisschen besser equippten Charm. Der ist jetzt 376, vielleicht gleich ein bisschen mehr. Ich habe nämlich letzte Woche im Mythic Raid beim Boss First Kill beim dritten hier die 390er Waffe gekriegt. Ich bräuchte aber noch Handgelenke sehr, sehr dringend, weil das ist mein letztes Item, was noch ja hier 355 ist. Und ich habe letzte Woche einen Riesenflöz 10er Key, ich glaube sogar Double Chest war es, mit einer Random-Gruppe. Es war relativ einfach. Ihr seht, hier habe ich natürlich wesentlich mehr 10er gelaufen, weil das halt auch mein Raid-Char ist, wo ich halt auch gucke, dass ich den Gear, ne? Also ich raid nur mit einem Char, weil mir das sonst zeitlich zu aufwendig ist. Und was gibt's? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Nein, ich krieg halt eine Waffe, die ist halt gut. Das gibt's doch gar nicht. Was kann man denn so im Pech haben? Ich habe halt schon eine 390er mit Sockel, jetzt kriege ich halt noch eine Waffe. Okay, die ist halt richtig gut, die hat halt Biss-Stats drauf, aber die andere ist halt besser, ne? 10 Einzelne mehr plus Sockel, das kannst du ja nicht schlagen. Schade, diesmal hatte ich richtig Pech. Ein Dings wäre viel besser gewesen, Handgelenk, aber gut, manchmal hat man Pech, so ist das. Schreibt mir gerne mal, ob ihr vielleicht ein bisschen mehr Luck hattet, habt ihr irgendwas Krasses rausgezogen, irgendwas, was euch krass weitergebracht hat, würde mich mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns gern beim nächsten Video oder im Stream. Euer Tela, bis dann, ciao.